Aber wenigstens fehlt schon irgendwann am Motorrad. Aha, da geht's ja schon mal eine Treppe hoch. Jetzt reicht's aber! Was reicht? Was? Komm mal, Alter. Du kannst doch aufs Maul haben, Alter. Wie fühlt es sich an, blöder ja, als blöd zu sein, hä? Komm her, Alter. Hey, du da drüben! Hä? 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 Hey, was zur Hölle? Fang an! Da hab ich einen Bunch gegeben. Oh, komm her! Hey, stopp! Nein. Hä? Stopp! Was? Was? Hä? Was? Opfer, Alter. Boah, Mann! Ins Gesicht geboxt, hä? Was ist denn los? Okay, den habe ich jetzt aktiviert und dann? Aber was kann ich jetzt hier machen? Nix. Das Motorrad scheint kaputt zu sein. Also ich weiß ja nicht. Naja. So ist es halt, ne? Alles okay. Wie Eier. Ah, ja. Motorrad ist explodiert, ja? Oh, kann ich nichts machen, diese? Keine Zeit, tschüss. Ich mach mich vom Können wir mal besser, hey. Kann ich jetzt einen Fallschirm nehmen? Na, leider habe ich keinen, ne? Ja, ziemlich cool. Hey, Mr. Policeman. Oh, eine BMW. Falsche Mission. Alternative
Springer und deinen Dinger. Natürlich wieder oben auf dem Dach. Das ist der Eingang. Komm doch. Um.
Der Hack bewirkt eine Störung auf den Handys von Zivilisten. Rückkopplung. Acht Forschungs. Alles erforscht. Fahrzeughacking. Motor Override. Oh cool, ich kann endlich Nitro benutzen. Oh. Verbessere deine Hacking-Leistung. Bereits zum Erforschen. Erhöht die verfügbaren Botnet-Ressourcen. So, Auch gut. Das ist Kacke. Jetzt vor allem meistens mit Mine, gell? Nicht mal mehr mit Stoß. Ja? Ja. Was bewirkt die Mine? Na, du setzt eine Art Mine, die 3 Minuten lang am Platz bleibt. Ja. So Mine halt. Wirtschaft. Ja. Die hat einen bestimmten Radius. Und in diesem Radius, als sie fliegt von dem Gegner, explodiert sie im Radius. Okay. Ist ja praktisch, wenn du gerade deine Base schützen willst, dann setzt du die ganzen Sachen davor. Und wenn sie versuchen, unten zum Beispiel reinzufliegen, dann detonieren sie, bevor sie überhaupt mit in die Mitte direkt reinkommen. Ah, okay, das ist jetzt auch mit so Bombe sehr hilfreich. Das ist krass. Das ist der Grund, warum ich das jetzt mittlerweile nutze. Oder wenn du verändern willst, dass sie live loop oder sowas nehmen. Setz es direkt davor und dann. Ich spiele hier Spielchen. Hier werde ich zählen. Okay, zieh dich warm an, Schwachmann. Tiefenschärfe. Oh, es geht los. Oh, schick dich. So viele Kratzer wie möglich. Dich in deine. Oh, Scheiße. Arschloch. Ich bin ihm gemetzt. Schon einen umgebracht. Okay. Ich muss Windsegen sammeln. Das ist voll homo. Vor allem, ich war im Ranked-Match und es hat nicht gezählt. Obwohl ich bestimmt 4 oder 5 oder 6 oder keine Ahnung wie viel aufgesammelt habe. Echt jetzt? Ja. Bitte. Ja, ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist genauso wie mit diesen komischen Punkten in diesen Scharmützel. Das ergibt keinen Sinn. Mhm. Die Punkte müssten eigentlich die ganze Zeit draufgerechnet werden. Nicht anders. Eigentlich ja, ja. Ja, aber es hat bei den meisten Games gar nicht richtig gezählt.
Hey. Ja, es ist ja manchmal so, ne? Ich versteh's halt auch nicht, wie die Punkte gezählt werden und wie nicht. Da kann ich nicht hochspringen. Okay. Ich hab ihn gefickt. Ah, so richtig. Drachenspieß killt mit einem One-Hit. Also ist er pervers. Aber irgendwie witzig. LOL! Ich bin mit einem Schlag K.O. gehauen. Was denn nochmal? Oh wow, ich bin das erste Mal gestorben von einem DVD-Namen. Der nennt sich DVD-Som? Fuck. Was ist denn los? Hey, wie komm ich da hoch? Wie komm ich da hoch? Tja, den habe ich jetzt umgebracht. Der hat mich gekillt, also hat er es verdient. Er geht nicht? Echt jetzt? Ah ja, okay. Ich werde einige. Ja, ich beherrsche sogar mittlerweile schon in der Luft stehen. Nice. Fest schon stehen bleiben, direkt in der Luft. Ja. Das ist aber auch nicht einfach, alles hier zu üben. Mhm. Aber es macht Spaß. Ja. Also Drachenreiterspiel wollte ich sowieso schon mal immer spielen. Ja. Cool wäre natürlich noch eine, wie heißt das, PvE-Version, aber ja, ich meine, als PvP-Version ist es auch schon cool. Also kann ich jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist. Vor allem habe ich das ja auch im Stream gezeigt gehabt. Es gibt da auch keinen wirklichen
PV, nee, nicht PV-Dings, sondern es gibt da keinen Pay-to-Win-Aspekt. Egal, was ich durchgeschaut habe, es gibt keinen Pay-to-Win-Aspekt. Fuck. Und das fände ich geil. Weil Dead by Daylight ist da wieder ganz anders. Ja, es gibt halt manche Games, die sind tatsächlich halt einfach Pay-to-Win. Ne? Ja, weil du halt Sachen dabei hast, die total, total crazy sind. Ja. Oh, Platz 4 ist okay. Wow, das hat mir jetzt was gebracht? Gar nichts. Wow. Mann. Ich habe das jetzt immer noch nicht bekommen. Was hast du immer noch nicht bekommen? Vom Wind gesegnet. Da geht's ja um diese komischen Dinger, die man aufsammeln soll. Ja. Hat nicht gezählt. Und ich soll 3 davon. Also 3-mal das Ding machen. Das hatte ich aber auch schon ab und zu. Ja, das ist voll richtig sowas. Ja, hey, ne? Oh, ja. Gleich wieder, ich muss mal eben kurz pissen. Hm. Die Polizei ist unterwegs, bitte bleiben Sie ruhig. Ich schau grad eins deiner Werke an. Echt verdammt geil. Vielen Dank, Fanclub-Präsidentin. Kriegen wir mehr Follower? Oh ja, wir haben Follower. Gute Arbeit, Marcus. Schätze, wir können einpacken. Ich fange gerade erst an. Ich habe da ein Ziel im Auge, das ich unbedingt noch taggen will. Ach ja? Was denn? Wirst schon sehen, in den Nachrichten. Ach, bin wieder da. Okay. Da bräuchte man tatsächlich einen Fallschirm, Alter.
Na, weiß mich das. Okay. Hoch. Hoch. Umfahren kann ich das Ding auch nicht. Muss. Irgendwie so. So. Okay, Alter. Ist nicht ganz so geil gelaufen, so wie ich es haben wollte. Ja, das bringt man nicht. Ich hätte auf dem Ding landen müssen. Fuck. Bringt mir auch nichts, oder? Scheiße.